Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hellblade. So, weiter geht mit der Rätselraterei hier. Und ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Ich habe keinen Plan. Hier haben wir auf jeden Fall wieder was. So ein komisches Tor. Was passiert hier an dem Tor? Ah, hier ist es mit der Brücke. Okay. Hier war das mit der Brücke. Genau, den Shortcut haben wir geöffnet. Die Brücke haben wir runtergelassen. Ja, es wäre bloß jetzt... Wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir machen? Ich weiß es nicht. Geht hier oben noch was? Ich habe keine Ahnung, Leute. Da ist noch ein Tor. Haben wir das schon angeschaut? Ich glaube schon. Ah, das ist es. Da können wir das hier hinten öffnen. Okay. Müssten wir eigentlich rein theoretisch nochmal da oben hinschauen. Obwohl, wenn wir jetzt das mal auflassen. Okay. Warum geht es jetzt nicht mehr? Müssen wir da einmal durchgehen? Ja, wir müssen einmal durchgehen. Okay, dann gehen wir einmal durch. Machen das mal auf. Weil wir können ja normal... Können wir nicht von der anderen Seite drüber gehen? Ne, von da kommen wir nicht hoch, gell? Okay. Irgendwas hat es mit dem oberen Tor auf sich, aber ich weiß noch nicht was.
hier? Waren wir hier schon? Haben wir da schon was gemacht? So ein Stein. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. And at last, he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Wir haben hier immer noch ein Tor, was zu ist. Also waren wir da auch noch nicht. War das Feuer schon da? War Feuer noch nicht da? Ich habe natürlich jetzt andere Tor wieder deaktiviert. Eieiei. Müssen wir jetzt dorthin eigentlich nochmal zurückgehen?
offen oder nicht? Ja, das ist nicht gut. Okay. Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the gloom, the smallest hints of shape, sound, or thought, grew in strength until they consumed her whole. Jetzt muss ich den Weg nochmal finden. Darkness had her in its claws. Die Stimmen sind echt krass, ey. Okay. Dort oben waren wir. Das haben wir gemacht. Oh. Schwere Geburt, aber es ging ja dann trotzdem noch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in das Tor jetzt rein. Okay, da oben hängt er schon wieder. Sie wird auch bestimmt der Boss sein, denke ich mir. In seinem Nest da oben drin, alles klar. Final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together.
oben sitzen würde er ja schon. Na, hier geht's hier hoch? Hier geht's doch. Hier ist doch aber nichts, oder? Kann man hier lang? Nein, hier kann man nirgendwo lang. Ich muss die drei Dinge da irgendwie miteinander kombinieren, denke ich. Kann ich da irgendwie auf sein komisches Nest da oben drauf? Hier bin ich gekommen. Da ist noch was. Ich denke mir, dass ich da oben rauf muss irgendwie. Ah, da ist ein Leiter. Speak to me, Druth. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth. The man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Ich weiß es überhaupt nicht, was mir das Tor gebracht hat. Ich komme hier eigentlich auch nicht weiter. Ich kann nichts machen. Okay, Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie es denn hier weitergeht. Ich denke mal, dass auch jetzt bestimmt bald der Boss kommen wird. Genau, aber das alles sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann. Ciao, ciao, euer Andi.